Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable, der dritten Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, ich bin gerade frisch auf dem Server wieder drauf. Noch einen kurzen Päuschen hier. Nach wie vor alleine. Ja, ich hole ich das. Und ja, ich habe jetzt mal hier oben ein bisschen die Erde verteilt, die ich noch so hatte. Also die Grasblöcke schon fertig. Da will ich dann einfach, ja, ein bisschen begrünt haben, das Ganze. Vielleicht, keine Ahnung, so ein Bäumchen drauf. Und hier würde es sich, glaube ich, anbieten, einen sogenannten Infinity Pool draufzusetzen. Weiß nicht, ob ihr das von Fotos schon mal gesehen habt. Das ist im Prinzip ein Swimmingpool, der an der Seite so mit Glas gemacht ist, dass man das Ende des Wassers nicht sieht. Könnte man hier oben auch schön machen. Muss ich mal gucken. Vorerst ist mal ein bisschen Gras drauf. Und ja, das sind also die späteren Planungen. Ich habe hier oben auch schon das Gras soweit angesetzt. Es ist auch schon fast fertig. Sehr schön. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Hier unten habe ich noch ein bisschen was draufgeklatscht. Und jetzt machen wir mit dem weiter, wo ich das letzte Mal hier meine kleinen Problemchen hatte. Es ist irgendwie, ja, es ist jetzt nicht optimal, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Also, wir machen zuerst mal die Half Steps. Problem ist nämlich, wenn man die normalen macht, dann kriegt man da nicht diese Pillars drauf. So. Das da. Ich kann jetzt nicht ganz einschätzen, was ich davon brauche. Aber ich mache jetzt einfach mal ein ganzes Stück hier. Neun? Ach, da Fug. Ich meine, oh, schlecht. Er wirft denn seine Säge aus dem Inventar? Na, komm hier nochmal den schönen. Da muss wirklich eine Art Aufzug rein. Muss mal Schnauze fragen, ob er mir so einen Arcane Levitator da reinbaut irgendwie. Dass er mir so einen Block macht. Er ist kein Bock, deswegen so ein Ding mit Zauberkraft anzufangen. Oh. Ach ja. Aber schön, wie leicht es da weggeht. Okay, also wir brauchen die Schlepps. So. Das draufgezogen. Es ist echt nicht so einfach zu erkennen, dadurch, dass die Blöcke hier alle gleich ausschauen. So, so, so. Nein! Oh. Die gehen auch halt so blöd kaputt. Ich glaube nämlich, dass die Slabs diese Thaumacraft Axe nicht als normale Axt interpretieren, sondern als irgendwas anderes. Dann funktioniert es nicht richtig. Okay, jetzt ziehen wir das drauf. Dann da, dann da, dann da. Haben sie ja gleich. Die anderen Blöcke sollten dann leichter zu setzen sein. Ich glaube, das sieht man ein bisschen besser. Schön die Mitte immer. Okay, wunderbar. Dann die Notches. Da muss eine hier hin, eine dahin. Mach die mal schnell alle vier fertig. Kann nämlich sein, dass das schon ausreicht. Dass ich gar nicht woanders noch welche setzen müsste. Weil die Pillars können hier problemlos überlappen. Das heißt, wenn ich jetzt den Block da setze und da setze, dann geht es so ums Eck. Da muss ich jetzt halt keine Notch nehmen, sondern kann es so machen. Okay, dann brauche ich dann aber da noch eine Notch. Und lass mich das mal schnell sortieren. So. Ins Eckchen rein. Dann Pila. 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 Bleh. Oben bleiben. Okay, wir brauchen doch ein bisschen mehr Material. So, aber so habe ich mir das gedacht, dass es dann konstant so aussieht und nicht so angefressen wie das gerade. Zack, 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 das müsste passen. Ich glaube, das ist auch falsch, oder?
Alles richtig? Ach, keine Ahnung. Bauen wir es hier auf jeden Fall mal weiter. Da dran, da dran. Da dran. Ja gut, war falsch gesetzt, aber überlappt auch. So, genau. Nicht hochkant. Nee. Oh. Duck, ich sag nicht hochkant, Mann. Bin auch noch immer noch sehr am Überlegen, ob ich die Häuser da unten lasse oder ob ich die wegreiße und in dem Stil hier nachbaue. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil so schaut das irgendwie so eine Musterhaussiedlung aus. Überall sind andere Baustile so ein bisschen drinnen. Weiß nicht, ob ich das alles aus einem Guss haben möchte oder ob ich das vielleicht so ganz cool finde. Aber das sehen wir dann. So, notch, notch, notch. Okay, dauert länger zu bauen, aber dafür ist es dann auch wirklich in Ordnung, wenn man damit fertig ist. Was jetzt ja beim anderen nicht unbedingt der Fall war. Bauen wir die mal komplett um. So, 12 Stück reichen auf jeden Fall. Damit sollten wir jetzt hier oben fertig werden können. Ist das Thema auch mal erledigt? Zumindest so lange, bis mir wieder einfällt, dass ich irgendwo noch ein Dach draufsetzen muss. Wird hier noch kommen. Nicht so schnell, hoffe ich, aber bald. Wenn wir dann diese kleinen, ja, wie soll man es nennen, Piers dran bauen. Okay, das haben wir. Dann muss jetzt auf diese Höhe der ganze Block. Also so. Ne, es ist ein bisschen tief. So wollen wir das nicht. So. Na komm schon. Okay, dann sind wir damit jetzt gleich fertig. Ganz oben drauf haue ich dann noch ein bisschen Glowstone. Ich hoffe, dass ich da noch genug habe. Ansonsten gehen wir bei Schnauzer schnell klauen. Er meinte nämlich, dass seine Anlage mit den Scrapboxen dermaßen viel auswirft. Da kann ich mir ruhig ein bisschen was schnappen. So, will ich das jetzt hier noch eins zumachen? Ach, ich bin noch ein Depp. Ja. Moment, habe ich falsch gemacht. Jetzt hätte ich wieder Scheiße gebaut. So, da müssen nämlich die Half-Steps drauf. Diese hier. Ja, genau. Es werden auch Half-Steps, wenn man die ganzen Blöcke nimmt und platziert, ne? Ah! Ich denn los gerade? So, wie habe ich denn das eine Stufe weiter unten gemacht? Ich glaube, da habe ich es auch einfach so ums Eck gezogen und nicht komplett voll gemacht. So, schauen wir mal. Nee, ist komplett ums Eck. Das heißt, da muss ich dann noch eins mehr machen. So und so. Okay, und da würden dann die ganzen Blöcke drauf kommen. Will ich aber sagen, dass wir das. Muss mal gucken, ob ich noch Glowstone Notches habe. Dann würde ich hier nämlich Glas hinziehen und an die Ecken dann die Glowstone Notches packen. Jo. Okidoo. Habe ich dann noch Glowstone mit? Ne, es ist ein Rubberwood Corner. Können wir mal schnell rüber, können wir auch mal schnell pennen gehen. Und dann mache ich da irgendein schönes Glas hin, was man nicht so sieht. Ich glaube, da hatte ich drüben noch 4 Blöcke von dem großen da, ne? 3 habe ich noch, okay, da brauche ich noch ein bisschen was. Aber Glas ist kein Problem. Habe ich es ernsthaft geschafft, alles Glas, was ich hatte, zu verballern? Das wäre jetzt schließlich. Ist aber auch keine große Sache. Das können wir jetzt da unten mal schnell reinballern.
So, so. Ja, cool, wenn ich das jetzt noch irgendwie zufüttern könnte manuell. Da muss ich mir vielleicht auch noch was überlegen, dass da eine Kiste ist, die das dann damit reinbringt. Das ist ja alles automatisiert hier. So, 30 Glas, damit kommen wir erstmal weiter. Die zwei Stacks, die werden gerade fertig gemacht. Das ist auch schön. So, dann nix wie rüber. Den Schlüssel habe ich natürlich wieder vergessen. Der da drin oder in der anderen Kiste? Da ist er. Dann brauchen wir nämlich nochmal eins. Halt, das hat anders funktioniert. Also, wir brauchen nochmal eins solches hier. Dann brauchen wir ein bisschen Glowstone. Ja, mal. Ja, das ist jetzt wurscht, nehmen wir mal alles mit, was wir haben. Dann zersäge ich mal einen zu diesen Notches. Und so, dann haben wir 16 davon. Okay, dann können wir jetzt da drüben das Dach fertig bauen. Ich will nämlich nicht, dass es da durchgängig ist, sondern dass man da nochmal so ein bisschen durchgucken kann, so wie es jetzt halt ist. Das finde ich eigentlich doch sehr schön. So. Dann bauen wir das da mal ein. Hier die durchgängige Scheibe. Und die Ecken da so drauf. Dann sieht es so aus, als wäre da so eine Platte in der Mitte. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten das eigentlich noch ganz cool machen, wenn ich hier nämlich so kleine. Nee, nicht so, sondern so. So eine kleine Einfassung baue. Nämlich. Ach so, das geht. Oh Mist, das geht ja gar nicht. Kann ich die Einfassung da unten vielleicht bauen? Nee, das geht auch nicht. Und das sieht aus wie hingekackt und. Naja, weißt schon, ne? Nee, dann lassen wir das so. Ich hatte jetzt eigentlich vor, dass ich hier diese, ja, kleinen Holzstege dann haben würde. Und diese würden sich dann hier sozusagen als Halterung für die Glowstones anbieten, aber ja. Geht jetzt nicht, ist halt so, ist auch okay. Schön, dann ist es soweit hier auch in Ordnung. Jetzt haben wir noch 12 Notches. Möchten wir hier außen vielleicht auch noch ein bisschen beleuchten damit? Bräuchten wir 2, 4, 6, 8, ja, es würde reichen. Drückt man die mal hier so ins Eck rein. So und so. Da und da. Und dann wird auch hier unsere imposante Behausung langsam Wirklichkeit. Relativ komplex zu bauen, aber ich finde, es rentiert sich. So. Aus vielen Mods verschiedene Sachen zusammengebracht, aber auch Vanilleblöcke mit verbaut. Oh, da habe ich ja ein bisschen Erde vergessen. Habe aber keine mehr mit. Mist. Muss ich mir merken, dass oben noch Erde drauf muss. So, dann ist das Teil hier nämlich auch verbaut. Nicht wundern lassen, dass es jetzt noch so offen aussieht. Hier kommen dann noch die Streben runter aus irgendwas. Wahrscheinlich werde ich Glas und Stufen so ein bisschen mischen. Und anschließend können wir mal schauen, wie weit ist denn das noch darüber? Es ist schon ziemlich weit, ne? Dass ich hier dann nochmal einen Tunnel oder einen Steg oder sowas baue. Das hier ist dann wirklich der allerhöchste Punkt, den man hier so bekommen kann. Der ist jetzt höher als das ganze Konstrukt da drüben. Genau, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte mal gucken, wie das von hier hinten aussieht. Ob man das so lassen kann oder ob das vielleicht ein bisschen doof ist. Na, hier ist halt nicht so viel von dem anderen Gesteinsbatzen verdeckt, aber es sieht so aus, als würde er sich so anschmiegen. Ja, wenn wir das jetzt noch ein bisschen verkleiden, dass es hier dem ähnlich wird, dann passt es, denke ich. Von unten sieht das Dach hier oben auf dem Turm ein bisschen mickrig aus, ne? Dadurch, dass wir nur einmal diese Steigung drin haben, geht es eigentlich. Das wird schon fast so ein Flachdach.
Naja. Und was dann auch noch sehr, sehr cool ist, wir werden hier drüben noch einen kleinen Pfad hinbauen, dass wir auf die Slime-Insel noch kommen. Ist gerade mein King-Slime, den machen wir nochmal schnell platt. Hallo, King-Slime. Tschüss, King-Slime. Scheiße, ich werde zu langsam. Ist ein kleines bisschen schneller, wäre nicht schlecht. Aber gut, ist ja noch nicht das allerletzte finale Schwert. Da werden wir uns noch was Besseres bauen irgendwann, wenn wir uns das leisten können. Da sind noch zwei. Na kommt. Stirbt. Hallo, was habt ihr an Sterben nicht verstanden? Was seid ihr denn? Sind irgendwie in den Boden reingepackt? Scheint fast so, ne? So, weil nach hier rüber können wir dann auch noch einen Tunnel bauen mit einem Ausstieg nach oben. Das. Nee, warte, wir machen das aus dem Keller raus. Das ist auf einer ähnlichen Höhe wie das hier. Das heißt, wenn dann hier innen der Tunnel geht, können wir da dann zwei, drei Stufen runter machen. Und dann kommt der Tunnel genau hier rüber. Beziehungsweise machen wir das mit so einer Hängebrücke wieder oben. Die ist nämlich leichter zu bauen und die ist auch echt schön. Diese hier, ne? Die da. Die gerade nicht gerendert wird, jetzt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich finde es auch schön, dass hier kein Schnee liegt und da drüben schon. Hat auch noch mal was. Nee, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Wie ist denn jetzt der Tunnel unten angeschlossen? Auch lustig, dass hier alles so verschlossen ist, dass man da gar nicht rankommt. Was ist das da eigentlich? King Slime Hatchet. Okay. Wer ich den braucht, ich wahrscheinlich nicht. So, also der Gang ist hier, der ist zwei breit. Kommen wir da drüben rein. Da müssen wir noch ein schöneres Treppenhaus nach oben machen, da finden wir aber noch was. Und jetzt könnten wir eigentlich mal schnell nach da hinten gehen. Und schauen, wie weit wir noch kommen. Es dürfte noch ein ganzes Stück sein. Ich weiß nämlich gerade auch nicht so wirklich, wie lang der Gang hier überhaupt hintergeht. Weil so wie ich das da drüben gemacht habe, dass man dann überall diese kleinen Fensterchen so hat, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Dann hätten wir hier unten noch eine ziemlich große Fläche, wo wir uns noch austoben können mit den verschiedensten Sachen. Weil bis einem hier in dem Mod langweilig wird, dafür gehen, glaube ich, noch ein paar Nächte. Jo, mein Inventar ist voll. Das brauche ich nicht. Zack. So, weiter geht's. Der Berg echt so lang? Ernsthaft? Ich dachte, der wäre schon fünfmal vorbei, aber gucken, wie lang da weiter reingeht. Nein, die Fackeln will ich behalten, das will ich nicht haben. Bisschen Kobbel ist auch nicht verkehrt, das andere hätte ich immer weggeschmissen. Nehmen wir jetzt mal den Kobbel mit. Da kriegen wir noch ein bisschen was. Müssten hier aber eigentlich relativ nah an der Kante sein. Ich mache hier mal schnell mit der hier eine kleine Probebohrung. Dadurch, dass wir Steine rauskriegen, kann ich den hier gleich draufschmeißen. So, der Pillar kann weg, der da kann weg. So, dann haben wir uns mal schnell durch. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn dieser Berg? Hallo? Jetzt sind wir draußen. Ach, ich bin schon in der Dingens hier. Ah, das heißt, ich darf von meinem Eingang nicht mehr allzu weit rüber. Hier ist Ende. Könnte aber sein, dass wir uns jetzt bis da hinten durchfräsen. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Und da hinten, boah. Das müssen wir irgendwie zusammenfinden, dass es trifft.
So, wo war denn so mein Eingang? Der ist hier. Dann. Mal gucken, wie weit es hier geht, bis hier Ende ist. So, da ist Ende. Hier könnten wir dann schön anschließen. Das heißt, von hier bis nach hinten würde ich mich dann durchbauen wollen. Also so. Genau, und da können wir das nächste Mal wunderschön weitermachen. Gut, ich bringe jetzt mal den ganzen Stuffpack, den ich hier noch so planlos in der Tasche rumfliegen habe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao, ciao.